Und das ist dann eine Verstetigung des Angebotes Fit im Park und das Frau Dr. Geitsch zur Einbringung. Wenn ich warte, kann ich nicht. Ist das Sie? Wenn ich warte, klicke. Das sind mehr Hunde. Dann lass mal das einfach so stehen, so wie kann. Ist okay. Okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne, liebe Menschen am Stream. Ein kleiner, feiner Antrag zum Sport, zum allgemeinen Sport, der viel mehr Menschen noch animieren soll, regelmäßig Sport zu treiben, so wie ich das schon mein Leben lang tue und selbst das auch tue als Übungsleiterin, weil die braucht es natürlich, um Menschen auch anleiten zu können. Vom 21. Mai bis 12. Juli können in diesem Jahr Menschen bei Fit im Park, dazu das eine Bild, was Sie hier sehen, kostenfrei Sport treiben. Eine super tolle Sache, die unter Verantwortung des Gesundheitsamtes läuft. Qigong, Dance Workouts oder Bauch, Beine, Po sind nur drei der beliebten Veranstaltungen. Viele Menschen nehmen das gern wahr. Manche kommen ganz in Familie. Es ist ein Angebot, was niemanden ausschließt, was alle einschließt. Aber es ist eben auch ein Angebot für circa 5,5 Monate im Jahr. Und dann? Gehen die Menschen dann zu einem der Angebote des Stadtsportbundes? Aktuell zählt der Stadtsportbund knapp 120.000 Mitglieder. Laut Statistik des Dresdner Stadtsportbundes ist der Organisationsgrad in Dresden bei 21,2%. Das ist eine tolle Sache, weil da sind wir Spitzenreiter in Sachsen. Aber es ist natürlich auch Luft nach oben. Mit unserem Antrag wollen wir Vereine des Stadtsportbundes ermutigen, sich zu öffnen, auch mal mit Angeboten nach außen zu gehen und den Schwung, die Begeisterung von Fit im Park für die eigenen Angebote zu nutzen. So könnte es gelingen, noch mehr Menschen für regelmäßige Bewegung, fürs regelmäßige Sporttreiben zu gewinnen. Vielleicht kann es so auch gelingen, noch mehr Frauen fürs regelmäßige Sporttreiben zu begeistern, denn erst 34% der Mitglieder im Stadtsportbund sind Frauen. Im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner bitte ich Sie deshalb um Zustimmung zu unserem kleinen und, wie ich meine, feinen Antrag. Und ein kleiner Nachsatz, weil es immer wieder zu Irritationen in den Ausschüssen und leider auch im Sportausschuss gab. Unsere Vereine des Stadtsportbundes sollen dieses Angebot nicht übernehmen. Und das Angebot für den Park soll im Sommer auch bleiben. Aber Sie sollten den Schwung nutzen für eigene Angebote, für mehr Angebote, für das Sporttreiben, für Bewegung. Stimmen Sie deshalb der Idee zu, mit dem Schwung der Idee für den Park Vereine des Dresdner Stadtsportbundes zu ermutigen, sich zu öffnen, mal nach draußen zu gehen, um noch mehr Menschen für ihre Gesundheit, für regelmäßige Bewegung und Sporttreiben zu begeistern. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wird weiterhin das Wort gewünscht zu diesem Antrag? Das kann ich nicht sehen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Ich weise darauf hin, dass das Votum des federführenden Ausschusses ein ablehnendes ist, und insofern darf ich fragen, wer das ablehnende Votum bestätigen möchte, der müsste jetzt zustimmen. Tr-
33 Ja-Stimmen, 14 Nein und 10 Enthaltungen. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht bestätigt. So, damit sind wir erstmal durch die Tagesordnungspunkte durch, die wir vorgezogen haben, und steigen jetzt ein in der Chronologie bei 27.5.